Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manfredo Zimmermann. Und mein Name ist Felicitas von Schierstedt. Und gemeinsam haben wir das Schulwerk NC geschrieben. Das ist eine Blockflötenschule für Erwachsene, die sowohl für die Sopran- als auch für die Tenorblockflöte geeignet ist. Begleitend zum Heft haben wir einige Lernvideos aufgezeichnet, die sich jeweils einem bestimmten Aspekt des Blockflötenspiels widmen. Ja, und in unserem heutigen Video geht es um eine solide Basis für das Musizieren, eine gute und flexible Körperhaltung. Wenn man das Wort Haltung verwendet, ist es ganz wichtig, nicht das Wort Festhalten damit gleichzusetzen. Eine gute Körperhaltung soll kein starrer Zustand sein. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für das Musizieren, entweder im Stehen oder im Sitzen. Wichtig ist hierfür auf jeden Fall ein höhenverstellbarer Notenständer. Beginnen wir mit der Haltung im Stehen. Verteile dein Körpergewicht gut auf beide Fußsohlen. Die Füße sind im Boden verwurzelt. Stehe locker in den Kniegelenken und drücke die Kniegelenke nicht durch. Deine Wirbelsäule ist aufgerichtet. Stell dir vor, du hast wie eine Marionette einen Faden am Kopf und wirst nach oben gezogen. Dein Blick ist nach vorne gerichtet. Der Kopf schaut nicht nach vorne über die Schultern hinaus. Und deine Arme hängen locker aus den Schultern herab. Beim Musizieren im Sitzen sollte man auf folgende Punkte achten. Wähle einen Stuhl mit einer passenden Sitzhöhe, sodass deine Fußsohlen bequem und flach den Boden berühren können. Die Höhe des Stuhls ist auch wieder abhängig von deiner eigenen Körpergröße. Setze dich nun auf das vordere Drittel der Sitzfläche, ohne dabei dich anzulehnen. Erspüre deine Sitzbeinhöcker. Richte nun den Oberkörper in die Verlängerung aus. Die aufrechte Haltung des Oberkörpers sollte hier die gleiche sein wie beim Spielen im Stehen. Was ist denn nun besser, spielen im Sitzen oder im Stehen? Also, im Stehen kann die Atmung auf jeden Fall besser fließen, freier fließen. Der Oberkörper ist beweglicher und man hat eigentlich ein besseres Spielgefühl, finde ich. Allerdings ermüden auf Dauer die Beine etwas natürlich. Ne? Wenn ich nur im Sitzen spiele, ist es natürlich bequem, ne? Die Beine sind entspannt. Ich ertappe mich aber doch relativ schnell dabei, dass die Wirbelsäule nicht so ganz aufgerichtet bleibt. Oder vielleicht der Rücken ein bisschen an die Stuhllehne sich so anlehnt. Also das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, nur das zu tun. Ja, also letztendlich muss jeder für sich selber ausprobieren, welche Haltung die geeignete ist oder die in dem Moment die geeignete ist. Auf jeden Fall im Stehen ist es leichter, sich beweglich zu verhalten und vielleicht auch das ganze Spielen körperlich beweglicher zu erfassen. Also so aus der eigenen Übesituation heraus würde ich sagen, Etüden, Tonleitern zum Anfang einer Übesequenz, die übe ich immer im Stehen. Wenn ich Fingertechnikgeschichten habe, setze ich mich meistens hin, so diese kniffligen Passagen. Und wenn ich am Ende einen Schlussdurchgang habe von einem Stück, dann auf jeden Fall wieder aufgerichtet und wie ja auch die Konzertsituation dann einfach ist. Also solistisch werde ich nicht im Sitzen spielen. Also eine Sonate spiele ich am liebsten im Stehen. Ja, wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Und wenn du weitere Infos zu unserem Schulwerk NC haben möchtest, zu dem Heft mit den Klavierbegleitungen, zu den MP3s, dann ist das alles hier unter diesem Video verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.